Hey Leute, Wade hier, willkommen zur ersten Folge von Roller Champions. Roller Champions ist ein Spiel, das ist seit gestern rausgekommen. Das Spiel ist kostenlos, das kann jeder von euch kostenlos spielen. Und das ist ein Spiel, was ich sehr interessant finde, wo ich auch der Meinung bin, es hat wirklich viel Potenzial, wirklich sehr, sehr gut zu sein. Wo ich leider nur auch der Meinung bin, das Potenzial einfach extrem weggeworfen wird. Das Spiel ist im Grunde alles, um großer Erfolg zu sein. Ich würde aber sagen, wir gehen erstmal in eine Partie und reden dann da ein bisschen drüber. Ich habe das Spiel jetzt schon ein bisschen gespielt, nicht viel, ich sag mal so 90 Minuten ungefähr. Also ich verstehe das Grundprinzip vom Spiel und es ist eigentlich sehr, sehr interessant und sehr, sehr cool und hat, wie gesagt, sehr viel Potenzial. Ich meine, guck dich mal an, es gibt hier so ein Outfit, auch sehr, sehr lustig. Denn nur mal kurz das Spiel zu erklären, das ist ein Spiel 3 gegen 3. Es gibt Ringe, wo man den Ball reinwerfen muss und hier sehen wir auch schon diese vier Markierungen so gesehen. Und zwar, wenn du den Ball hast, da musst du einmal die Map quasi umrunden. Wenn du einmal die Map umrundet hast, kannst du den Ball in den Ring werfen und kriegst einen Punkt. Wenn die Gegner dich aber stören und dich vom Ball trennen, wird dein Zähler quasi wieder auf 0 gesetzt und du musst die Runde wieder von vorne anfangen. Wenn du 2 Runden schaffst und dann Korb wirfst, gibt es 3 Punkte. Und wenn du 3 Runden schaffst und einen Korb wirfst, gibt es 5 Punkte. Bei 5 Punkten hast du gewonnen. So, jetzt müssen wir gucken, von wo der Ball kommt. Da, wo das Licht am Ende leuchtet. Da links. Cool. Es sind noch so ein paar Mechaniken, zum Beispiel jetzt RT drücke, seht ihr? Wenn es bergab geht, dann machen wir so einen Swift-Move. Und so, die Gegner versuchen jetzt eine Reihe. Da, Gegner vom Ball getrennt. Ich fordere mal einen Pass an. Ich fordere mal einen Pass an. Ich fordere mal... Jetzt gibt es einen Pass, okay. Ich werfe nach vorne, so. Wir haben jetzt einmal was geschafft. Ich versuche jetzt die Gegner aufzuhalten, wenn die nahe kommen. Da einen weggerammt. Und wir müssen jetzt dann noch einmal eine Runde schaffen. Und der muss jetzt knapp... Aber auch immer halt kurz davor. Also ihr merkt, der Sinn des Spiels ist es, Punkte zu erzielen. Ne? Lass uns das mal einfach im Kopf halten. Der Sinn des Spiels ist es, Punkte zu erzielen. Ich bremse ein bisschen ab, ich ramme den mal weg. So. Ich finde, die beste Beschreibung für dieses Spiel ist es, das ist Quidditch. Denkt mal einfach drüber nach. Dieses Spiel ist so gesehen Quidditch auf Inlinern. Ich finde, bessere Analogie gibt es gar nicht. Der dreht da seine Runden. Will aber auch nicht passen. Ich sag mal so. Ist nicht ideal, wenn du irgendwo durchkommen willst. Passt doch mal. Na gut. Der wurde jetzt null gestört und wirft den Ball da einfach rein. In diesem Spiel passieren nicht viele Tore. Das war jetzt eins. Ich habe noch keine Partie gehabt, wo mehr als 3 Tore gefallen sind insgesamt. Du kannst einen Sprung machen und dann hier so einen Kick, der aber nie trifft. Ich habe noch nie damit einen Tritt hingekriegt. Du kannst ihn auch theoretisch blocken. Damit kannst du einen Schuss quasi blocken. Ich räume den mal weg. Verteidige. Wie gesagt, wie bei Quidditch. Bei Quidditch gibt es auch Leute, die dann blocken, dass die Leute werfen können. Es fehlt nur ein Sucher. Den gibt es noch nicht. Ich muss mich mal. Komm, pass, 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 pass. Komm, wir drehen den nächsten. Ah, schade, jetzt den Wurf hauen. Den ramme ich weg. Den ramme ich nochmal weg. Jetzt ramme ich die beide weg. Spare, zwei weggerammt. Und es müsste ein Punkt werden. Irgendwann. Nope, nope. Wäre jetzt noch eine dritte Runde. Okay, geht rein. Zweiter Punkt. Wenn wir jetzt noch eine dritte Runde gemacht hätten, hätten wir halt 5, das wäre Sieg gewesen. Ja, das Problem meiner Meinung nach in diesem Spiel, lassen wir direkt drüber reden, das ist ein Spiel, wo du wenig Punkte machst. Du machst halt quasi nichts. Die Gegner sind jetzt sehr schlecht defensiv, aber normalerweise ist es so, du hast den Ball, du kommst zum ersten Checkpoint, den zweiten Checkpoint, dritten Checkpoint, okay, du bist vom Ball getrennt. Cool. Gegner machen dasselbe, erster Checkpoint, zweiter Checkpoint, dritter Checkpoint, vom Ball getrennt. Und das ist halt ein bisschen, weiß nicht, sinnlos, weil die meiste Zeit machst du halt im Grunde nichts, außer halt die Gegner vom Ball trennen, du kommst bis zu einem Ziel, du kommst bis zum zweiten Ziel, oh, du wirst vom Ball getrennt. Die sind halt zu dumm, um anzugreifen, das ist halt dämlich von den Gegnern. Guck mal hier, bin sogar stehen geblieben. Ja, die Gegner waren jetzt scheiße, das war jetzt nicht repräsentativ für das Spiel. Ah ja, und wenn du gewinnst, dann tanzt du da rum und die Gegner müssen dir applaudieren. Und ich wirke jetzt sehr, sehr negativ. Aber es ist einfach, wie gesagt, ich ärgere mich darüber, dass hier Potenzial weggeworfen wurde. Moment, wir haben einen Lootball. Oh, es gibt Kisten in diesem Spiel. Ja, wie gesagt, es ist eigentlich alles da. Was kriegen wir? Sag's nicht, Papa. Hä? Grüne Haare. Also, wir gehen mal in eine zweite Partie. Vielleicht ist es jetzt ein bisschen repräsentativer. Weil ich habe auch 2 Verbesserungsvorschläge, wie man machen könnte, dass das Spiel spaßiger wird und besser funktioniert. Bam! Oh, die passen. Okay, okay, okay. Gehen wir jetzt ein bisschen besser. Für mein Team ist auch gut, die chasen nicht nur.
Doch, die chasen nur. Okay, gut. Es ist natürlich sehr dumm, einfach nur den Gegner nachzuchasen, weil dann kommst du nicht nach. Du willst manchmal gegen die Laufrichtung fahren und dann rammen, bestimmte Gebiete abwehren. Oh. Ich habe nur predicted, wo die... Okay. Nimm. Nice. Jetzt können wir punkten. Du musst nur LT gedrückt halten und dahin zielen übrigens auf den Kreis. Komm mal hier. Ah! Er hat ihn abgefangen! No, das habe ich noch nie gesehen. Sehr gut. Noch den Kreis und wir können punkten. Come on. Ja, wir können punkten. Die sind alle auf einer Seite. Come on. Dreh dich um. Schieß. Nee, geh nicht auf drei. Das schaffen wir nicht. Eingestört. Ja. So, schöne Passstaffette. Oh, die können punkten. Ah, jetzt punkten sie. Ja. Hätten sie schon vorher mal machen können. Die machen jetzt einen zweiten Punkt. Zweiter Punkt macht aber nichts. Dann machen wir gleich einfach zwei Runden, dann steht es 3-2, das ist immer noch okay. Oh. Die haben drei. Daneben gesprungen. Ja, die haben gewonnen. Fuck, das war jetzt auch nicht repräsentativ. Gut. Ich schub sie mal nach vorne, das kann man auch machen mit RB, habt ihr gesehen? Also das steckt schon. Da stecken coole Details drin im Game. 100%. Ich weiß nicht, warum der eine Teammate nah zu mir rangefahren ist. Ich nutze mal als Boost. Ich habe den Ausweichmove doch gemacht. Zack. Einfach gechillt, gewartet, gesniped. Ja. Gut. Ich wurde gerade weggefetzt. Nope. Und spring. Falsch vom Timing. Jetzt hier ein geiler Pass und das ist ein Punkt. Komm, das ist ein geiler Punkt, wenn du passt. Oder machst du selbst rein. Let's go. Woran kannst du reinwerfen? Das wäre. Mach ich das? Ah! No, ich kann auch nicht aim! Wir führen noch. Jetzt einfach nicht überrundet werden. Ja, abgewehrt. Let's go. Ja, low scoring game. Und was ich halt gut finden würde, warum kann man erst aufs Tor werfen, nachdem du die Runde gedreht hast? Ich habe zwei Verbesserungsvorschläge. Verbesserungsvorschlag Nummer 1, was man machen könnte. Du kriegst für jeden Abschnitt, den du überstreitest, einen Punkt. Und wenn du dann am Ende den Ball in den Korb wirfst, gibt es 5 Punkte. Oder 10 Punkte. Kannst du machen, wie du willst. Das hat den Vorteil, dass die Spiele nicht low scoring enden, sondern dass die Spiele halt sehr hoch ausgehen, was es, finde ich, ein bisschen spannender zum Zusehen macht. Ich meine, bei Basketball gehen die Spiele ja auch 100-90 aus, sogar höher. Das wäre Vorschlag Nummer 1. Vorschlag Nummer 2. Das Spiel bleibt ähnlich, wie es jetzt ist. Du brauchst 4 Hütchen und kannst dann Punkt werfen. Aber du machst es vielleicht so, dass die Hütchen sich nicht resetten. Gut, dann fällt diese coole Regel weg, dass du 3 Punkte und 5 Punkte kriegen kannst, wenn du triffst. Aber so low-scoring Games finde ich immer schwierig, ehrlich gesagt. Ganz viele Partien, die ich jetzt schon hatte, da spielst du und am Ende stehst du als 1-1 nach 7 Minuten Spielzeit. Das geht nicht, Verlängerung. Ist nicht jeder, glaube ich, ein Fan davon. Ich bin wirklich gespannt, wie High-Level-Gameplay aussieht, aber ich könnte mir vorstellen, dass du einfach einen guten Spieler gar nicht kriegst. So, weil wenn du einmal Speed hast, immer diese Kurven hochfährst und Ausweichmoves machst und halt springst und so weiter, dann kannst du nur sehr schwer vom Ball getrennt werden, wenn du halt ordentlich Speed hast. Ja, bei mir im Team ist einer, der hat 8... Nee, Quatsch, im generischen Team. Im gegnerischen Team ist einer, der hat 8000 Fans. Zack. Ja. Nee, gib mal den Ball, wir müssen noch... Nee, ist doch egal, ob wir jetzt treffen. Zwei umgehauen, Spare. Man kann auch alle 3 umhauen, aber das ist natürlich dann auch ein bisschen... Luftangriff. Ah, 3-0. Oh, Leute, du kannst ja oben auch den Ball kriegen. Das ist natürlich sehr, sehr nice. Boost. Ja, finde ich, das war's. Zwillinge. Und hey, ich bin auch dabei. Ja, es ist alles eigentlich da, damit das Spiel ein Erfolg wird. Wann kommt ein Rang? Schließt jetzt auch noch eins. Okay, wir machen noch eins und dann gehen wir ein Rangmatch. Ich will ein Rangmatch mir mal angucken. Oh, neue Arena, weil ich mehr Fans habe oder was? Oh, das ist ja nice. Moment, ist die Map anders aufgebaut auch? Nein, ne? Aber du rollst ja durch einen Tunnel. Das ist sau cool gemacht. Guck mal, wir kommen überhaupt nicht in die Zweikämpfe. Okay, auch wenn wir komplett geklatscht wurden, das war die 10. Partie. Jetzt können wir Ranglisten freispielen. Steht auf jeden Fall. Na komm, wir gehen mal in ein Ranglisten-Match. Lade- und Wartezeiten sind auch sehr, sehr lang. Und ich alte 4. Bums.
So. Wo ist denn die Einstellung? Habe ich Cross-Plattform an? Habe ich aus. Machen wir mal an. Das sollte ein bisschen was verändern in Sachen Wartezeit. Wieder Ladezeiten, die nicht enden. Fassen wir den Rangmodus zusammen. Der geht nicht. Da muss ich aber auch sagen, es gibt auch ein paar Gegner oder Teammates, die ich gesehen habe, die einfach dann sehr gut Speed aufgebaut haben, die einfach dann durchgerannt sind. Und dann passt das bestimmt schon ein bisschen besser. I don't know. Muss man mal sehen, was die Zukunft zeigt. Aber Stand jetzt, würde ich sagen, interessantes Spieler hat Potenzial. Aber da müssen noch ein paar Dinge optimiert werden, meiner Meinung nach. Wie ist eure Meinung dazu? Schreibt mal euer Feedback in die Kommentare. Was würdet ihr besser machen am Spiel, wenn ihr ein Spielentwickler wärt? Schreibt es mal in die Kommentare und sehen wir uns aber bis zum nächsten Mal, Leute. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dahin und ciao.